Und damit ein herzliches Willkommen, ein letztes Mal in der zweiten Fußball-Bundesliga, obwohl wir haben ja noch das Relegationsspiel. Arminia Bielefeld spielt gegen Holstein Kiel, Spieltag 34. Arminia Bielefeld hat es geschafft, sich den Relegationsplatz zu sichern, wie wir hier auf der Tabelle auch sehen. Wir haben 6 Punkte Vorsprung auf den HSV. Also sprich, es geht heute praktisch um gar nichts, außer um die Ehre. Ja gut, Kiel möchte natürlich auch noch 3 Punkte einfahren. Für uns geht es um nichts. Für Kiel geht es um noch einiges. Wow! Was war das denn? Ja, Einwurf für Holstein Kiel. Mich lässt hier gar keiner mehr mitspielen. Ach Gott, dammit! Ah, ich glaube, ich lasse mich heute mal ein bisschen auf meine Position zurückfallen, nicht mehr so weit vorne rumgammeln. Und Tor! 1:0 für Arminia Bielefeld. Durch Fabian Klos! Ja, die Arminia ist hier vollkommen aus dem Häuschen. Hier sehen wir es jetzt nochmal. Der passt von mir auf Weihrauch und der dann auf Klos. Auf jeden Fall kein Abseits. Aber ein wunderschönes Tor. Das war auch schon so ziemlich legen. Gleich kommt's. 10. Tor. Der. Gut, ich habe ihn abgefangen, ich habe ihn auch wieder verloren. Egal. Für die Arminia geht es eh um nichts mehr. Wenn man es mal so rum betrachtet. Weil in die Relegation gehen wir sowieso. Und dann wird es im Hin- und Rückspiel gegen, ich habe keine Ahnung gegen wen, entscheiden, ob Arminia Bielefeld es zumindest virtuell schafft, in die erste Bundesliga aufzusteigen. Oh mein Gott, ich darf gegen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Na, Herz allerliebst. Bayern ist mir relativ, weil Bayern ist doof. Ich mag Bayern nicht. Meine Güte, Gott, ey, die sind auch echt zu... War noch echt zu blöd zum... Ich hab's angesagt. Komm, gib mir einen langen Pass. Nö. Wir wollen nicht, dass du Tore schießt. Ja, da scheint mir jetzt aber auch der Schiri ganz derbe im Weg. Gott, gib mir das nicht. Ich hab mir schon wieder so ein oller Kieler im Weg. Und Flanken. Ja, das war nicht mal eine Flanke. Das war irgendein gut gemeinter Versuch. Egal. 24. Minute, fast 25. Es steht nach wie vor 1:0 für Arminia Bielefeld gegen Holstein Kiel. Gegen Kiel. Hab ich aber auch wunderbar den Ball erobert. Wieso gibt der mir den zurück? Ist der wahnsinnig geworden? Ui! Nice, Klos! War das jetzt ein Tor? Richtig nice! Ach, vorbei! Ach, schade. Ich habe gedacht, der ist drin. Er sah zumindest so danach aus. Also, der war schon nice geschossen. Da kann man ihn sagen, wird man wieder. Ich will den Ball überhaupt nicht mehr. Puh.
Ich bleib jetzt einfach hier stehen. Kümmere mich um Scheißdreck. Bin jetzt genervt. Na gut, ein bisschen rumlaufen sollte man schon, sonst sieht das ein bisschen. Nee, da gehen wir lieber mal zurück. Bevor noch der Trainer wieder einen Rappel kriegt. Also sprich, wie immer. Ja, kann man machen, nichts. Aber ich hätte vorhin trotzdem gedacht, wirklich, dass Klosters 2-0 geschossen hat. Meine Herren. Wieso kriege ich jetzt einen Malus für einen Pass? Der Pass ist angekommen. Ich weiß gar nicht, was der Trainer schon wieder für Pimpanellen hat. Was? War doch nur ein leichter Stupser. Ach komm. Ich krieg gelb? Geil, meine erste gelbe Karte. Darf ich dem eine reinhauen? Dem Schiedsrichter? Meine erste gelbe Karte, ja, ich freue mich. Ich freue mich über meine gelbe Karte. Und Halbzeit. Yeah! Wir haben unsere erste gelbe Karte überhaupt. Juhu! Da freue ich mich irgendwie drüber. Ich weiß nicht warum, das ist aufregend. So, Hamburg spielt gegen Duisburg bisher 0-0. Leicht sie nicht hingehst, können wir ein Platzverweis sein. Das könnte das Spiel entscheidend beeinflussen. Als Stürmer? Ich bin kein Stürmer! Ich will zentral offensives Mittelfeld, der im zentral defensiven Mittelfeld spielt. Also Trainer, was willst du von mir? Sehr schön gemacht. Ich wollte auch ein Kopfballtor machen. Ach, für tolles Abfangen kriege ich wieder keinen Punkt, oder was? Ich war schneller wieder Ball. Gott damn it. Klar, die versieben es natürlich wieder. Pers, ich stehe auf der falschen Seite. Ich muss unten stehen. Na, das war ja wohl nix, ne? Ich muss ran. Was war das? Okay, Quatschner geht und Massimo kommt. So, und jetzt lauf, kleiner Mann! Was war das denn schon wieder? Massimo, du sollst ihn nicht zaubern wie ein brasilianischer Ronaldinho? Und daneben. Aber immerhin schönes Passspiel abgeliefert.
Und Klos geht und Owusu kommt. Oh, why not? Wir haben irgendwie fast jedes Spiel nur 1-0 gewonnen. Also das macht mir irgendwie... Weiß ich auch nicht. Sollen wir das Sorgen machen? Gotti, ihr lasst euch auspassen. Das ist nicht mehr normal. Ah, da kommt doch keiner mehr ran. Sowas müsst ihr mir vorsetzen. Meine lieben Flügelspieler. Ein schöner Versuch von Massimo. Und Pietl geht und Nummer 5, das ist, glaube ich, Christiansen. Ich bin ziemlich sicher, dass es Christiansen ist. Ja, Christiansen. Ja, wir sind jetzt in der 75. Minute, also gleich ganz knapp. Und Kiel hat sich den Ball zurückerobert. Oh, ich glaube, ich muss in der Verteidigung mal ein bisschen aushelfen. Die kriegen es ja irgendwie nicht so ganz gebacken. Oh, den kriegt er nicht, den kriegt er nicht. Auch den kriegt er und... Nein. Ich krieg ihn nicht. Ja, Cheftrainer, I know, I run. Und man rennt lieber durch eine gesamte Kieler Abwehr, anstatt außenrum zu latschen. Ecke. Jawoll. Und ich darf sie nicht treten. Tor. Wer war's denn? Nummer 7, das ist Weihrauch, soweit ich weiß. Ja, Weihrauch. Mit einem Tor. Nee. Viertes Tor bereits. Patrick Weihrauch. 85. Minute, also ich glaube, den Sieg, den wird man uns nicht mehr nehmen können. Und jetzt das Relegationsspiel gewinnen und dann sind wir safe in der ersten Bundesliga. Hätte man pfeifen können. Mit einem Spiel früher ab, ist doch jetzt eh wurscht. Spiel ist doch eh gleich vorbei. Das sag ich doch. Spiel vorbei. Arminia Bielefeld spielt in der Relegation gegen, ich habe keine Ahnung, aber wir haben die Chance auf die erste Bundesliga. Mal gucken, ob wir den Sprung schaffen oder ein weiteres Jahr in der zweiten Bundesliga hocken. Wir werden es sehen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag und sage auf Wieder. Oh Gott, jetzt kommt gleich die vernichtende Beurteilung. Ja, okay, wegen Dings. Bis dahin verabschiede ich mich und sage auf Wieder. Geschaut!